Ja, seid gegrüßt, ihr Glatthäute. Dann wollen wir doch mal zusehen, dass wir hier irgendwie mal eine Runde weiterkommen. Na, Bohne, wie geht's? Ihnen interessiert das nicht, die Bohne. Ich hol mal Wumme raus. Warte mal. Ich hatte da vorhin eine Idee. Nämlich dieses Plasmagewehr hier, ne? Das wird mit Sicherheit mehr Schaden anrichten. Ach, ich liebe den Anblick dieser Knarre. Das erinnert mich doch an alte Tage in Fallout 3, wo das unsere Signaturknarre quasi war. Ich bin nicht mehr gut ausgeruht, ne? Das ist ja wundervoll. Ah, ich höre zarte Schrittchen. Ja, und wenn Bohne weiterhin so agil ist, kann ich mir auch ohne weiteres vorstellen, dass ich ihn irgendwann dann einfach mal draußen lasse, vor der Tür, damit ich noch ein bisschen Spaß habe. Ich glaube, wir sind schon bereits, oh ja, ja, wir sind schon bereits, öffnen erfordert Schlüssel. Ja, ja, jetzt wird's lustig, also das war einer der Momente, wo ich am meisten in diesem Spiel gelacht habe. Okay, Glatthaut, ich lasse Sie rein, aber passen Sie auf, was Sie tun. Denn ich werde auf jeden Fall darauf aufpassen. So, jetzt vorsichtig, jetzt passt auf, ihr werdet so lachen. Gott, sind Sie hässlich. Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Mit Jason Bright, dem Anführer der Repcon-Ghule, sprechen, das soll uns nicht... Hey, Sie sind kein Ghoul. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Bei Jason auch nicht. Glatthaut, Ihre Haut sieht für mich aber auch ganz schön glatt aus. Hören Sie auf, mir meine Zeit zu stehlen, Glatthaut. Stehlen Sie lieber die von Jason. Hey, Glatthaut. Nerven Sie Jason, Glatthaut. Ich habe Sie nicht gern in meiner Nähe. Schätze, und tschüss. Und tschüss. Ist das lustig? Findet ihr nicht? Also Kevin findet es sicherlich lustig. Ich darf hier nichts mitnehmen. Okay, alles klar. Nein, ich darf hier gar nichts mitnehmen. So, also hier laufen über... Ich darf hier gar nichts mitnehmen. Für... da brauche ich einen Schlüssel für. Okay, alles klar. Ja, alle möglichen Sachen hier sind leider out of bounds. Darf ich nicht. Irgendwo hier läuft Jason durch die Gegend. Bist du Jason? Jason! Hallo, Wanderer. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Wisst ihr, das ist Jason Brody. Jason Brody ist von einer Insel, wo er gestrandet ist, hierher teleportiert worden. Leider ist er auf dem Weg verstrahlt worden. Ja, die Wissenden werden wissen, wer Jason Brody ist. Ich bin hier, weil sich wilde Ghule nach Novok verirrt haben. Wer sind sie? Was ist die lange Reise? Was ist diese weite Ferne? Was ist eigentlich mit den Menschen, mit dem Menschen, der mich reingelassen hat? Ah ja. Sie meinen Chris? Ich bezweifle, dass Sie viel Glück hatten, wenn Sie ihm erzählen wollten, dass er ein Mensch ist. Wir hatten dieselbe Diskussion, als er hier aufgetaucht ist. Ebenso ohne Erfolg. Er hält sich für einen von uns. Schon bald stellten wir fest, dass Chris ein Geschenk des Schöpfers ist. Er ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der langen Reise. Was ist die lange Reise? Wir wollen der Barbarei des Ödlands entkommen, insbesondere der Gewalt und der Intoleranz seiner menschlichen Bewohner. Der Schöpfer hat meiner Herde ein neues Land versprochen. Einen Ort, an dem sie Sicherheit und Heilung finden. Ein Paradies in der weiten Ferne. Die Vorbereitungen für die lange Reise waren fast abgeschlossen, als die Dämonen auftauchten. Religioten, wie geil. Ich möchte mehr über diese Dämonen wissen. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind.
Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen fauchte uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da. Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Okay, also es sind wohl Nightkin, ne? Also die Nacht, das Nachtvolk. Die sind mit ihren Stealth-Boys unterwegs und haben wohl irgendwas gegen Ghule. Also, das war ja in Fallout 3 anders. Supermutanten dort haben ja eigentlich mit den Ghulen ganz gut verstanden, weil sie wohl irgendwie für ihre kleinen Brüderchen hielten, ne? Weil sie sagen, einer der Dämonen sei auf sie losgegangen, ja. Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so und es ergab nicht immer einen Sinn. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Ich werde mich um die Dämonen kümmern. Ja. Gepriesen sei der Schöpfer. Gesegnet seien Sie. Gesegnet seien wir alle. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Würdest du bitte nochmal bleiben? Wer sind Sie? Ich weiß es, Jason Brody. Ich bin Jason Bright, der Prophet der langen Reise. Alle Ghule, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde an. Ihr Nachname ist Bright. Heißt das nicht Strahlemann? Ist ja lustig. Schon bevor ich das wurde, was ich jetzt bin, schon vor dem großen Krieg, trug ich diesen Namen. Nein. Bright, der Strahlende. Ein verheißungsvoller Name. Nein, Brody. Wahrlich hält der Schöpfer eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns bereit. Da hinten ist die Glatthaut. Wie wollen Sie die Reise antreten? Die Modalitäten der langen Reise sind eine Glaubenssache und werden mit Außenseitern nicht besprochen. Mit Glatthäuten meinst du? Was ist diese weite Ferne? Ich habe es nur in Visionen gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist ein absolutes Wunder. Es ist ein Ort des Lichts und der Heilung. Und ich spüre in meiner Seele, dass meine Herde dort sicher sein wird. Ach Jason, du hättest auf der Insel nicht so viel von den Pilzen von Dr. Earnhardt rauchen sollen. Das war nicht gut für dich. Ich bin hier, weil sich wilde Ghule nach Novak verirrt haben. Und sie haben sie wie Tiere niedergeschossen, nicht wahr? Wie sich das gehört. Diese Ghule waren Teil meiner Herde, auch nachdem der Wahnsinn ihren Geist verzerrt hatte. Wir ließen sie nie frei umherwandern. Wir verwahrten sie sicher im Erdgeschoss. Wir hielten sie unter Verschluss. Die Dämonen müssen sie irgendwie freigelassen haben. Und jetzt sind sie auf ewig verloren, ohne die Erlösung und das heilende Leuchten der weiten Ferne zu kennen. Denken Sie bitte daran, dass jeder wilde Ghul, den Sie verschonen, eine Seele ist, die wir später retten können. Ach, sobald der Weg frei ist, begleiten uns unsere wilden Brüder und Schwestern auf der langen Reise. Sofern noch welche übrig sind. Ich habe mich noch nicht um die Dämonen gekümmert. Ich verstehe. Ich weiß, dass sie ihr Versprechen erfüllen werden. Hey, Glatthaut. Nerven Sie Jason, Glatthaut. Er heißt Jason Brody, nicht Jason Glatthaut. Du bist irgendwie... Ja, lass ich hier nicht looten. Ich darf hier nicht looten. Warum darf ich hier nicht looten? Ich werde wahnsinnig. Oh, guck mal. IT. Na, Glatthaut? Ich finde das so lustig. Ein Mensch, der sich für einen Ghul hält. Wer sprach da mit uns? Oder hast du gerade hier Stimmenverzerrer gemacht, Digga? Du bist ja wie Tobi. Ah ja, der Tobi. Das war auch lustig damals. Mit dem Stimmveränderer auf dem
Minecraft-Server. Ach ja, wer erinnert sich noch? Naja, wahrscheinlich wird hier niemand von euch, die hier Fallout gucken, wird Minecraft schauen. Weil Minecraft, das ist ja nur was für Kinder, nicht wahr? Ist doch so. Ja, ich muss in den Keller. Wo ist der Keller? Verflixt Axt. Wo ist der Keller? Oh, ich glaube, ich habe soeben gerade... Ah, guck mal. Haben wir einen Schlüssel. Geh mal rein. Ja, das Ding ist, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich mit Nightkin rumschlagen. Also mit dem Nachtvolk. Dunkel hier drin. Wenn Sie ein Zielfernrohr verwenden wollen, spähe ich für Sie, damit Sie auch treffen. Was heißt das wieder? Also ich glaube, du wirst nicht viel spähen können, mein Guter. Oh, ich höre schon. Moin. Ich bin hier, um euch Frieden zu bringen. Er bringt uns Frieden, brecht ihm die Beine. Zitat aus den Simpsons. Ich habe gedacht, die Lampe da wäre was Besonderes. Aha. Ich höre von dort was. Jetzt schlag ich zu! Dein Arsch gehört mir! Ja, das habe ich dann mal ohne Watz gemacht. Guck mal, er hat Schlittschuhe dabei. Wie süß. Sag mal, habe ich gerade... Ich habe mich gerade überlastet. Okay, wir müssen wieder raus hier. Warte mal. Machen wir es so. Erstmal. Und haben wir sonst noch irgendwas? Leider müssen wir wieder raus. Das ist so schade, weil ich habe jetzt gedacht, jetzt wird es hier weitergehen und jetzt müssen wir erstmal verkaufen gehen. Musst du doch nicht, Honk. Lieber Sonny, hör auf damit. Doch. Wir müssen hier jetzt erstmal raus und erstmal verkaufen gehen. Na? Ich mag das zwar, dass du mich lieb nennst und so, und das ist auch alles ganz schön und gut. So. Wie kommen wir hier wieder raus? Wo war der Eingang? Ja, da war die Rampe. Okay, da liegt der tote Nightkin. Ich habe die Richtung wieder begriffen. So. Da ist der Keller. Okay. Ja, was kann ich noch erzählen? Also, jede Menge Sachen. Ich habe erzählt, dass ich Spenden erhalten habe. Ja, 2 Stück. Und die haben mich schon ein großes Stück weitergebracht in Richtung, ja, in Richtung Glorie, in Richtung Tourerfolg. Denn ich dachte am Anfang doch tatsächlich, ich würde, warte mal, wie komme ich denn hier mal wieder raus? Ich mache erstmal Planung. So. Repcon Startplattform. Ja, würdest du es bitte genauer platzieren? Ich habe keinen Bock. Ja, okay. So. Welche Richtung müssen wir denn? Wo ist denn der Markt jetzt? Ah, ja, da. Also, ich bringe uns hier erstmal raus. Vielleicht gelingt mir das ja sogar. Ich glaube, ich bin gerade in die entgegengesetzte Richtung. Meine Güte, ist das verwinkelt hier, Digga. Das geht mal gar nicht. Doch, siehst du doch, dass das geht. Okay. Warte mal. Das hier kenne ich. Ja. Exakt. Ja, also ich dachte nämlich am Anfang, also fragst dich vielleicht, wo will er denn übernachten während seiner Tour? Ja, also, oh, ich höre mich an wie ein Supermutant. Ja.
Ich werde uns mal nach Good Springs bringen. Was ist das denn hier? Camp McLaren. Ne, da sind wir ja schon viel zu weit. Hier, Westlager der Pulverbanditen. Canyon Wrack. Good Springs. Da bin ich beliebt. Ich will auch beliebt sein in Novak. Ja. Also ich dachte am Anfang irgendwie tatsächlich, dass ich vielleicht das eine oder andere Mal in irgendeiner günstigen Pension oder so absteige und so. Und in Regensburg direkt plante ich, ja, vielleicht irgendwie Jugendherberge oder so unterzukommen. Ja, inzwischen habe ich mich da auch umentschieden. So, ist denn die Dame hier? Nein, die ist nicht hier. Natürlich, immer wenn man sie braucht, immer wenn man ihr was verscheuern will, ist sie nicht da. Ringo. Danke nochmal für die Hilfe. Ja, Wiedersehen. Ja. Ja. Ich gucke mal, wenn ich ein bisschen warte, ob sie vielleicht dann auftaucht. Eine Stunde. Nee, die hat wohl schon Feierabend gemacht. Okay, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir... Geil. Einmal kurz, naja, ich kann auch einmal kurz oben zum Doktor. Kann ich euch auf dem Weg noch erzählen. Also für meine Unterbringung in Regensburg ist gesorgt. Da werde ich bei dem Herrn Kittenkurmler wohnen für eine Woche. Und auf dem Wege dachte ich zuerst so, ja, Schlafsack genügt, weil mein Zelt, mit dem ich auf früheren Touren unterwegs war, ja, da habe ich es doch tatsächlich geschafft, eine der Glasfieberstangen durchzubrechen. kann ich den Doktor vielleicht auch wecken? Ach nee, da ist er ja schon. Moin. Wie geht es Ihnen? Super. Dann. Halt. Medizinisches Material. Du gibst ihm mal deine 5 Stimpaks. Ja. Und auch die 3 Super Stimpaks, meinetwegen. Und dafür verkaufe ich dir ein bisschen Kram. Ich erzähle gleich weiter. So. Das wird schon alles. Elektroschrott wird verkauft. Großes ruiniertes Buch wird verkauft. Alter. Das geht hier schon wieder ganz gut mit dem ganzen Kram, ne? So. Ja. Lasergewehr. Ja, ich werd schauen. So. Die Red Away und Red X behalte ich erstmal. Wer weiß, wann man sie nochmal gebrauchen kann. Bekommt man hier eigentlich auch eine Medizinstation irgendwann? Ich weiß das gar nicht mehr. Also ist es mir ja schon peinlich, was ich alles nicht weiß. Nö, nicht wirklich. Wildkürbisfarmen. Nö. Nee, heute versuche ich mal nicht zu craften. Das tue ich dann nächstes Mal. Auch nicht. Okay, so viel habe ich ihm geschuldet? Meine Fresse. Schön vor. Du lässt dich aber auch gut bezahlen, mein Guter. So, komm mal her. Soll mir recht sein. Ne, 16 Bleistifte.